Ahu, liebe Schildmein-Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge EA Sports FC mit eurem Erik Vikingson. Gestern der erste Doppelback in unserer Karriere, auch eine schöne Vorlage haben wir gemacht, haben gewonnen 3:0 gegen Ham Kam, sind endlich wieder endet vor und heute geht es im Pokalspiel gegen Vålerenga. Und da bin ich mal gespannt, wie wir da starten werden. Wir sind eventuell, wenn wir Glück haben, heute durch das Training in der Startelf. Wir gucken mal. Ja, Startelf, wir sind drinnen. Leute, es ist soweit. Wir spielen in der Startelf im Pokal gegen Vålerenga. Und das haben wir uns verdient. Zentral, offensiv, da dürfen wir auf jeden Fall reingehen. Und da freue ich mich drauf. Pokalspiele sind immer wunderbare Spiele. In diesem Spiel ist wirklich alles drin. So ist es. So, letzte Einsprache nochmal hier. Wo sind die denn überhaupt? Sagen wir, wo waren wir? 8,5 verhindere Niederlage Remis, das ist super. Ich würde natürlich den Sieg bekommen. Gleich geht's hier los. Gleich und let's go. Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ihre Kommentatoren heißen. Wir müssen richtig gut performen. Und Frank Buschmann. Und heute steht hier das Viertelfinale. Damit wir in der Stammelf bleiben. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Das Viertelfinale steht an, Wolf. Es wird immer spannender. Und ich. Und die erste Möglichkeit. Der geht knapp neben das Tor. Erste Duftmarke gesetzt nach 3 Minuten. Das ist natürlich super. So werden die Gastgeber beginnen. Das ist die heutige Startelf von Starbuck Football. Jawohl. Ja, ne? Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Riesenchance. Super Flanke. Die Gäste machen es. Da ist das 1:0. Da ist der erste Treffer in diesem Derby. Da haben sie allen Grund zur Freude. Oh, da haben sie uns aber auch durchgelassen. Hey, guck dir das mal an. Die Flanke und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Sehr stark. Nicht schlecht. Schönes Tor von Fredrik Holm. Erstes Tor im Pokal. Sehr nice. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Ja, wir bleiben dran. Oh, super den Ball geholt. Ready. Olsen. Der war zu zentral. Aber mal probiert, ne? Oh, sein Timing ist schon klasse. Olsen. Henrik Bjørdal. Bleib dran. Oh, guck mal, wie gut wir stehen. Wir drücken jetzt richtig. Hedenstadt. Ah, shit. Ich dachte, er läuft durch. Die Grätsche hätte was werden können. Henrik Bjørdal. Oh, dranbleiben. Sehr gut, guck mal. Ah, wir stehen gut hinten. Strandberg. Henrik Bjørdal. Ah, die spielen es aber gut aus, hey. Also Ballsicherheit ist da, ne? Jetzt haben wir. Das müssen sie machen da oben. Freddy macht. Oh, Freddy. Viel zu weit vorangelegt. Viel zu weit vorgelegt. Den haben wir. Alles gut. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Boah, da werde ich weggecheckt. Gefährliche Szene. Da passt der Klasse auf. Gut gehalten, alles gut. Die Ecke kommt. Das kann es sein. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Der Spielspaß ist da auf jeden Fall. Henrik Bjørdal. Hagen. Henrik Bjørdal.
Sehr weg gut. Ist der Ball. Klasse Aktion. Wow. Ah, wir gehen mal wieder zurück. Genau. Ruhig aufbauen. Gutes Zuspiel. Abgezogen. Oh, gut gehalten von Sjoeng. Gar nicht schlecht gehalten. Guck mal bei den Kriegen. Das ist was für die Passstadt jetzt zu tun. Gute Spiel Aktion. Gute Aktion. Schirmt den Ball gut ab. Olsen. Anspiel kommt nach hinten. Gute jo! Tolle Chance! Er sieht immer besser aus für sie. Sie machen das Tor. Jetzt beträgt die Führung 2 Tore. Was willst du da sagen? Nur 2. Super rausgespielt. Schön Zeit gelassen hinten. Stark. Sehr, sehr stark. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann sehen wir, ja, da ist natürlich es wird Platz. Eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Nagel da unter die Latte. Lass das Tor stehen, Junge. So, schönes Tor von hier steht Padovan. Es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Ich glaube, er ist angeschlagen. Sie sollten ihn vielleicht rausnehmen. Hedenstadt. Henrik Bjørdal. Nur 1 Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Sehr gut, jetzt gucken wir mal auf unsere Ziele, wie es aussieht. Ende der ersten 45 Minuten. Also ich glaube, von den Zielen her müssen wir schon auf jeden Fall was dran haben, oder? Deine Wegziele, 10 haben wir, das haben wir auch. Eine Erfolgsquote haben wir 0 bisher. Okay, krass. Ja, Erfolgsquote, die habe ich gar nicht gelesen. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Müssen wir jetzt auch noch mal ein Tor machen, oder was? Kann gar nicht wahr sein. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Ja, aber wir werden jetzt spielen bis zur 60. Minute. Dann lassen wir uns auswechseln. Weil den Status haben wir noch nicht, dass wir jetzt hier beim Spiel auf Ewigkeit sind. Nur weil das jetzt 2 Spiele mal hintereinander gut läuft. Oh, ich dachte, Richter. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt jetzt zumindest so. Sehr guter Einsatz. Boah, jetzt bin ich aber auch da durchgerannt, ey. Gebe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Ah, ich wollte selber probieren. Er verteidigt den Ball mit viel Einsatz. Gehalten, Szene geht weiter. Den kriegt man noch. Denkst du? Ganz wichtig, da muss er hin. Hagen. So, und jetzt sind hier noch 30 sehr Minuten stark zu absolvieren. Oh, ich dachte wirklich auch wieder den Richter. Oh, die spielen jetzt hier gerade sehr leichtsinnig. Wir stehen aber auch stark. Haben wir noch einen Trainer vielleicht oder was? Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihn wohl doch zu schaffen. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Schöner Angriff. Neben Leute. Stehe halt auch komplett an. Im Abseits. Ne? Wow. Jetzt die Chance. Lässt sich nicht beirren, den hält er. So, wir sagen mal, dass wir ausgewechselt werden wollen. Also ich würde mal sagen, wir kriegen 2 Ziele auf jeden Fall hin. Das heißt, wir werden nicht Olsen. Da sind Mitspieler frei. Sie haben die Chance. Wow. Den Händler. Und damit sehr gut, mit der Note 10 gehen wir raus. Zumindest vorerst. Und Francis, nee, doch nicht. Francis Mo kommt bei denen ran. Ja gut, die Erfolgsquote haben wir nicht. Chancenverwertung.
Aber dafür haben wir richtig gut performt. Also das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ich denke mal, wir werden das auch gewinnen. 0 zu 2. Sehr, sehr gut. Vigo Natel kam rein für uns. Wir sind weiter im Pokal. Sehr schön. Freut mich. Und wir bleiben weiter in der Stammelf. Stufe 2 haben wir jetzt. Hatten wir vorher schon, ne? So, und Stromskoset gewinnt gegen Horgesund. Also, 8 Spiele haben wir noch vor uns. Mal gucken, ob es so bleibt. Nächster Gegner ist jetzt Lilleström. 6 Punkte vor uns. Tolles Spiel heute. Okay, das hat er schon gesagt. Ich glaube, hier sind wir eigentlich so gut wie fast durch, ne? Haben wir hier nochmal irgendwas gekriegt? Nö. Gut. Gute Spielleistung. Da gehen wir natürlich rein und sagen, wir knien uns weiter rein. Disziplinpunkte. Jetzt, wo wir die Stammelf inne haben, müssen wir aber rankommen. Der Agent. Die besten Spieler bleiben bescheiden. So ist es. So, nächster Gegner, Lidlström. Von der Stammelf weg. Ach, das ist gut. Wir werden natürlich jetzt nicht mehr trainieren. Ganz klar. Nein. Sondern wir sind ja jetzt Stamm. Was will denn der Agent? Wow, jetzt hat es sich überschlagen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Was du heute vorhast, weiß ich zwar nicht, aber genieß den Tag. Okay, wir haben Geburtstag. Ist das krass. Was hast du an Halloween vor? Was hat sich der Club ausgedacht? Fragezeichen, werden wir gleich mal gucken. Der Starback, oder Starback-Vorstand ist nicht zufrieden damit, wo du im Hinblick auf die Ziele stehst, die dir für eine Vertragsverlängerung in der nächsten Saison gesetzt werden. Entschuldigung? Warum nicht? Ach, wegen Startelf, ne? 8 von 25%. Und hier kommen wir ja hin. Okay, ich verstehe. Also, wir haben noch ein neues Vertragsziel bekommen. Und zwar das Vertragsziel Startelf Spiele 8 von 25%. Das ist uns aber unwichtig, weil wir könnten wohl dann wirklich zu Heimstart wechseln, weil da funktioniert es. Halloween ist in 14 Tagen verfügbar und Geburtstagsvorbereitung Bedingungen nicht erfüllt. Warum nicht? Weil wir das Geld nicht haben. Okay, das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, wir müssen ja nicht Saus und Braus leben. So, egal, wichtig ist jetzt Lidlström, Stammspiel, wieder so performen wie im letzten, gegen Vålerenga und dann sieht es gut aus. Dann sieht es hervorragend aus. Yes, dieses Baby. Duell fasziniert, dieses Duell elektrisiert die Fußballfans. So, die 8-5 hat super funktioniert. 2 Schüsse aufs Tor, mindestens ein Tor erzielen. Das wird natürlich wieder schwierig, aber 2 können wir hinlegen. Spiel, liebe Fußballfans, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Ah, man spürt hier schon, alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot, taktisch, spielerisch. Also das kann hochklassig werden. Ja, Lilleström wartet halt ab, ne? Gute Abwehr. Hier ist die Aufstellung. Sehr gut. Spielt die Heimmannschaft heute. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, der musste so spielen. Ich stand jetzt aber auch richtig schlecht, ey. Das kam dann zu schnell, das gegnerische Gegentor. Das ist die heutige Tor von Starbuck Football. Sehr gut gemacht. Jetzt. Die Gäste sind über die bisherige Saison gesehen. Die Mannschaft mit der besten. Oh, wir haben Platz. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit. Und wir machen den. Tor für die Gäste. Und jetzt kann das Derby richtig losgehen. 1 zu 0. Und wir sehen die Freude über dieses Tor. Da ist die Szene nochmal. Sehr klar, nice. Dieser ständige Druck zahlt sich irgendwann aus. Und dann landet der Ball im Tor. Boah, da war die Lücke offen. Und wir sind mit Glück durchgekommen. Keeper war sogar noch dran, hey. Ich wollte ihn anschneiden. Hast du mal gesehen, dass das noch nicht funktioniert? Das war echt gut, dass da drin war. Boah! 6. Saisontor, glaube ich, ne? Super. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ah, sehr gut. Jetzt müssen wir gucken, Lauf außen.
Ja, ich dachte, der läuft schneller. Spiel nochmal. Und jetzt probier mal. Tor, Doppelschlag. Was ist denn hier los? Sie legen direkt nochmal nach. Sie sind im Moment wirklich unaufhaltsam. Was ist denn los hier? Ich habe nichts verstellt, Leute. Klasse, nicht, dass ihr jetzt auf die Gedanken kommt. Ich habe irgendwas erstellt. Wir spielen hier immer noch Legende. Wow. Also neun Trainer haben wir auch nicht, wie wir jetzt gerade sehen. Zufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Jetzt kommen sie. Aber die spielen hier klein, klein, ne? Guck dir das mal an hier. Oh! Eddie, ach, mach den kriegt er. Der ruhige Spielaufbau. Nächster Doppelpack, das gibt's doch gar nicht. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Jetzt kommen sie aber. Eieiei. Jetzt kriegt man keinen Zugriff. Und die Gelegenheit! Boah, der war wichtig. Da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Ich dachte, du spielst. Olsen. Oh, wow. Den wollte ich aber echt so nicht spielen. Der sollte eigentlich auf meinen Partner auf rechts gehen. Marius Lundemo. Die 28. Minute und wir haben die Zielerei. Wir sollten uns auswechseln lassen. Super Trick und dann ist er vorbei. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Und die Chance ist vorbei. Auf Ecke, ne? Schuss. Ja. Sie nehmen den Wechsel vor. Hendricks ruft geht raus. Die Ecke könnte die Chance zum Anschlusstreffer sein. Die Fans stehen weiter hinter dem. Stande von der 32. Minute. Ibrahim May kommt rein. Marius Lundemo. Und dann ist der Ball weg. Danke für den Pass. Oh, ich komme nicht durch, die drei. Oh, shit. Jähle. Olsen. Oh, und wir haben natürlich Platz. Und jetzt geht keiner mit rein, oder was? Spielt er schön. Schieß doch! Was macht er denn? Gabran, was war denn da los? Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Ey, das Tor war komplett frei. Marius Lundemo. Schlussphase der ersten Hälfte in dieser Partie, in der die Gäste momentan klar führen. Sie sind gut drauf, gefällt mir richtig gut, was sie hier machen. Zwei Tore Führung deutet also alles auf einen Sieg hin. Setzt sich da schön durch. Marius Lundemo. Leute, nochmal ran, Achtung! Bitte. Ganz stark. Okay, easy, alles gut, alles easy. Abpfiff. Das war die 11 erste 14. Hälfte. Wir sind von vorn Beginn und früh weg gleich da gewesen. Sehr gut, wie sieht es zielmäßig aus? Alles erreicht, könnt ihr dann. Alles erreicht bisher, ey, das ist so krass. Wenn wir uns jetzt auswechseln lassen würden. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen an. Jetzt ziehen wir es an. Oh, wow, was ist denn los? Probier's. Haltbar, probier mal haltbar. Wenn du so eine Einladung kriegst hier. Konsequent dahin. Ruben Gabrielsen. Olsen. Marius Lundemo. Man merkt, sie sind sehr ballsicher. Ball läuft gut. Oh. Schaffen sie den Anschlusstreffer.
So, sehr gut verteidigt. Hier nach diesem Zweikampf. Wir stehen aber auch offensiv, ey. Wir holen das dritte Tor anscheinend. Boah, den wollte ich eigentlich so haben. Den Platz auf den Flügel. Die Gelegenheit. Gehalten. Ja, wir müssen uns zeigen. 60. Minute, ich würde jetzt aber auch die Auswechslung wieder andingeln. Das ist in Ordnung. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da kann er sich den Ball holen. Oh, da ist er durch. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Und jetzt geht's raus. Für uns kommt Horden rein. Alles geschafft, Leute. Mega gut. Bin ich sehr zufrieden. Es lübt. Es lübt. Und wir gewinnen 0-2. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr cool. Vetti kam auch noch rein. Crossbow kam für uns. Okay. Ja, was willst du mehr? Guck dir das an. Jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen drinne. Was die Geschichte und die 12% haben wir jetzt schon. Wenn es so weitergeht, kriegen wir auch die 25% noch voll. Mal gucken, was der Agent noch will. Der Boss hat es gerade schwer. Ich würde dir empfehlen, nichts dazu zu sagen, sonst machst du dir das Leben noch nur mehr schwerer. Tolles Spiel heute, man hat gesehen, okay, das kennen wir jetzt mittlerweile. Da läuft es auf jeden Fall, was die Vertragsverhandlungen angeht, das ist in Ordnung. Und hier dürftige Trainerleistung, was? Wir sind von dem Boss überzeugt, es läuft gerade und jetzt haben wir schwierige Trainerdebatten oder was? Ja, Teamwork. Ist immer wichtig. Ich müsste auch den Freigeist mal, weil das war schon eigentlich ganz krass, was wir da gebracht haben. Aber hey, ist okay. Es ist gut, dass wir den Boss den Rücken gestärkt haben. Ja, natürlich. Warum denn nicht? Dass wir den Flairpass nicht checken, einfach nicht, ne? Mal gucken, wo das geht. Hier brauchen wir sie auch irgendwie. Also hier haben wir kein Vertragsziel. Hier haben wir eins. Und hier für Shanghai hätten wir, nee, für Austria-Lustenau hätten wir sie und für Shandong-Taizhong hätten wir sie auch. Aber wir wollen natürlich zu Halmstad. Ihr Lieben, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen.